Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Diese 8 Bauchgefühle solltest du nicht ignorieren. In der heutigen Podcast-Episode geht es, wie der Titel der Episode schon sagt, um unsere innere Stimme, um die Intuition, um das Bauchgefühl. In einer Welt voller Entscheidungen und Herausforderungen für uns alle ist unser Bauchgefühl oft unser treuster Ratgeber. Aber wie oft ignorieren wir diese innere Stimme, die uns leise, aber bestimmt etwas mitteilen möchte? Wie oft folgen wir unserem Verstand oder sogar der Meinung anderer? In der heutigen Episode geht es darum, dir deiner Bauchstimme wieder bewusst zu werden. Ich zeige dir 8 Bauchgefühle auf, die wir nicht ignorieren sollten. Denn meist sind sie der Schlüssel in einen entspannteren oder authentischeren Alltag oder sogar zu einem glücklicheren Leben. Lass uns also gemeinsam schauen, welche Signale unser Bauch uns sendet und wie wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken können. Wir beginnen mit Bauchgefühl Nummer 1, das viel zu oft ignoriert wird. Und zwar ist das der Satz, ich bin hier falsch, ich fühle mich hier unwohl in dieser Situation. Kennst du das Gefühl, wenn du an einem Ort oder unter Menschen bist und einfach spürst, dass du nicht hierher gehörst, dass du hier nicht richtig bist? Vielleicht fühlst du dich dabei irgendwie unwohl, angespannt, du hast so ein Gefühl von, ich bin hier völlig überflüssig oder einfach völlig fehl am Platz. Und alles in dir schreit, hier gehöre ich nicht her. Ein solches Bauchgefühl solltest du nie, nie, niemals ignorieren. Dein Bauchgefühl ist wie ein Kompass, der dir signalisiert, wo du dich wohlfühlen, wo du Wurzeln schlagen, wo du dich entfalten kannst, aber auch wo die Erde bereits verbrannt ist oder es für Pflänzchen wie dich keinen guten Nährboden gibt. Natürlich ist es wichtig, dein Bauchgefühl nicht mit deiner Angst zu verwechseln. Manchmal haben wir auch einfach Angst vor neuen Situationen, aber vor allem dann, wenn du wiederholt das Gefühl hast, fehl am Platz zu sein, ist es Zeit für eine Handlung und diese Handlung lautet gehen. Bauchgefühl Nummer 2. Mir ist das zu viel. Manchmal kann das Leben einfach überwältigend sein. Die Anforderungen, die Erwartungen, der Stress, alles kann zu viel werden. Dein Bauchgefühl sagt dir dann ganz klar, hey, stopp, es ist wichtig, auf dieses Warnsignal zu hören. Wenn dir etwas zu viel wird, ist es okay, eine Pause einzulegen. Es ist okay, nach Hilfe zu suchen oder deine Grenze klar zu kommunizieren oder Nein zu sagen. Deine mentale und emotionale Gesundheit stehen an erster Stelle, also ignoriere nie das Bauchgefühl, mir ist das zu viel. Bauchgefühl Nummer 3. Es fühlt sich an, als ob ich mich selbst verrate, wenn ich das tue. Wir alle haben bestimmte Werte. Sie sind das Navigationssystem für unser richtig oder falsch. Sie definieren unsere Handlungen, unsere Entscheidungen und sogar unsere Beziehungen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gegen deine eigenen Werte verstößt, sendet dir dein Bauchgefühl ein klares Signal. Und es ist wichtig, im Einklang mit deinen Werten zu leben und zu handeln. Wenn du merkst, dass eine Handlung oder eine Entscheidung dem widerspricht, ist es Zeit innezuhalten und zu reflektieren und klar zu kommunizieren, was du willst und was nicht. Stopp zu sagen oder auch die Richtung zu wechseln. Denn ein Leben gegen deine eigenen Werte ist vor allem eines, nicht dein Leben. Also wenn sich etwas so anfühlt, als würdest du dich selbst verraten, dann hör auf dein Bauchgefühl und ändere die Richtung. Nummer 4. Irgendwie macht mich das wütend. Ja, manchmal werden wir wütend und wissen gar nicht so genau, warum. Und das sollten wir nicht ignorieren.
Wut ist eine natürliche Emotion, die uns zeigt, wenn unsere Grenzen verletzt werden. Wenn dich etwas wütend macht, dann ist das meist ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht wird deine Autonomie nicht respektiert oder deine Bedürfnisse werden ignoriert oder du fühlst dich unfair behandelt. Alle drei Situationen zeigen eine Situation, wo deine Grenzen überschritten werden. Und es ist wichtig, deine Wut nicht zu unterdrücken, sondern sie als Hinweis zu nutzen, um für dich einzustehen, um den Grund der Wut herauszufinden, die Grenze, die womöglich gerade überschritten wurde, und Veränderungen herbeizuführen. Der erste Schritt wäre zum Beispiel konsequent, Grenzen zu setzen. Nummer 5. Das Bauchgefühl, da ist etwas, das ich lieber nicht tun sollte, aber ich fühle mich dazu gedrängt. Manchmal wissen wir instinktiv, dass eine Handlung oder eine Entscheidung nichts richtig für uns ist. Und dennoch fühlen wir uns so sehr unter Druck gesetzt, es vielleicht irgendjemandem recht zu machen oder irgendjemanden nicht vor den Kopf zu stoßen und tendieren dazu, es trotzdem zu tun. Vielleicht, weil wir diesen jemand schon lange kennen, weil wir ihn nicht verletzen möchten, vielleicht einfach, um ja nicht anzuecken. Oder vielleicht, weil uns jemand manipuliert. Aber dieses Bauchgefühl, dass ich das lieber nicht tun sollte, ist ein Alarmzeichen. Es ist wichtig, auf diese innere Warnung zu hören und die Situation mit klarem Blick zu betrachten. Lass dich nicht von äußeren Einflüssen dazu bringen, gegen deine Überzeugungen zu handeln. Bleib authentisch und treu dir selbst gegenüber und denk daran, niemand, der dich wirklich schätzt und liebt, würde wollen, dass du gegen deine innere Stimme und dein Wohlbefinden handelst. Bauchgefühl Nummer 6. So kann es nicht weitergehen. Hast du immer wieder ein deutliches Gefühl, das dir sagt, dass sich etwas in deinem Leben ändern muss, dass es so einfach nicht weitergehen kann? Aber du weißt nicht genau was? Zum einen sendet dir dein Bauchgefühl eine klare Botschaft, nämlich, dass es Zeit ist für Veränderung. Und vielleicht steckst du in einer Routine fest, die dich unglücklich macht, oder du bist in einer Beziehung oder Freundschaft hängen geblieben, die zwar den ein oder anderen Vorteil hat, aber dich schon lange nicht mehr glücklich macht. Und auf diese innere Stimme zu hören, ist natürlich in vielen Situationen oft besonders schwer, denn Veränderung heißt immer, seine Komfortzone zu verlassen. Ängste und Ungewissheit fühlen sich oft gleichermaßen stark an wie das Bauchgefühl, weswegen wir uns häufig davon abhalten lassen. Und hier kann es helfen, wenn du deinen Verstand auf deine Seite holst. Mach dir eine Liste über die Pros und Kontras der Veränderung. Schreib alles auf, was die Veränderung an guten Dingen mit sich bringen könnte und was du durch die Veränderung verlierst, also Pros und Kontras. Meist sehen wir unbewusst nämlich immer nur das Schlechte und das, wovor wir Angst haben, und vergessen darauf, dass da draußen noch so viel Schönes und Gutes auf uns warten könnte, wenn wir die Veränderung wagen. Und das kann uns helfen, sozusagen das Bauchgefühl, so kann es nicht weitergehen, ich muss etwas verändern, zu bestärken und die Angst zu minimieren. Bauchgefühl Nummer 7. Es fühlt sich an, als ob ich mich selbst belüge. Befindest du dich schon länger in einer Situation, die sich wie eine Lüge anfühlt? Oder tust du immer wieder Dinge, bei denen du dich fragst, bin ich das wirklich? Dann ist es möglich, dass dein Bauchgefühl dir genau das signalisiert. Authentizität ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Du selbst zu sein und dich nicht zu verbiegen, ist ein Grundbedürfnis, auf das du niemals verzichten solltest. Verbiege dich nicht für andere und lebe nicht nach den Erwartungen anderer. Sei du selbst und steh dazu. Hör auf das Bauchgefühl, das dir sagt, hey, mein Leben oder eine Situation oder ein Bereich in meinem Leben fühlt sich an wie eine Lüge. Dann ist es nämlich Zeit, ehrlich zu dir selbst zu sein und Dinge und Menschen, die dich daran hindern, dein authentisches Wesen zu leben, aus deinem Leben zu entfernen. Und das Bauchgefühl Nummer 8. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich gut an.
Manchmal können wir nicht erklären, warum uns etwas ein gutes Gefühl gibt. Das ist einfach da, dieses positive Bauchgefühl, das uns vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und genau an dieser Stelle sollten wir uns erlauben zu genießen und den Verstand, der vielleicht fragt, warum, was ist hier los, beiseite schieben. Wenn dein Bauchgefühl sagt, ja, ich will mehr davon, dann tu es. Folge deiner Freude und lass dich von deinem Bauchgefühl leiten. Es weiß oft mehr, als du denkst. Ja, das waren einige Indizien, die dich vielleicht dabei unterstützen, einmal mehr auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition zu hören. Und vielleicht hat deine Intuition jetzt auch ein Ja für dich, wenn ich dir meinen Freebie, mein Geschenk der Woche zur Verfügung stelle, nämlich das Workbook vom Mangel zur Fülle. Spür mal in dich rein, was sagt dein Bauchgefühl dazu? Hättest du gerne ein 16-seitiges Workbook mit mentaler Anleitung, mentalen Übungen, wie du innerlich von Mangel in die Fülle kommst und wie sich diese Fülle dann natürlich Schritt für Schritt auch äußerlich in deinem Leben manifestieren soll? Wenn ja, dann klick gerne unten in die Shownotes rein. Dort hast du diese Woche das letzte Mal die Möglichkeit, dir das kostenlose Workbook einfach runterzuladen. Herzlich, deine Melanie.